Hallo, heute wollte ich euch dann endlich mal die neuen MKS aus der X5-Serie vorstellen. Eigentlich hatte ich das schon lange Zeit vor, aber aufgrund der Umbaumaßnahmen im Minidrom, einige von euch werden das sicherlich verfolgt haben, ist das irgendwie so ein bisschen zeitlich untergegangen. Aber dann machen wir das jetzt heute Abend. Als erstes in der X5-Serie haben wir das HBL 550. Ist ein Servo der Standardbaugröße, optimal für 1:8er Buggy, 1:8er GT. Überall, wo Standardservos verbaut werden, viel Kraft gebraucht wird mit einer guten Stellzeit, lässt sich auch super im 1:10 4WD Buggy fahren. Fahre ich selber in meinem 4WD Buggy. Von den Daten her hält es mit den X6 Servos auf jeden Fall mit. Ist ein HV-Servo, kann von 6 Volt bis 8,4 Volt betrieben werden. Bei 7,4 Volt zum Beispiel haben wir 36 Kilogramm Stellkraft und 0,094 Sekunden Stellzeit. Bei 8,2 Volt haben wir dann 38 Kilogramm und 0,085 Sekunden Stellzeit. Das nächste Servo aus der X5-Serie ist das HBL 550L. Das ist ein typisches Low-Profile-Servo, 40,5 x 20,5 x 25,4 mm von den Abmaßen her, kann von 4,8 Volt bis 7,4 Volt betrieben werden. Bei 6 Volt haben wir 12 kg Stellkraft und 0,073 Sekunden Stellzeit. Bei 7,4 Volt haben wir dann 15 kg und 0,059 Sekunden Stellzeit. Das dritte Servo im Bunde ist dann das 550LX. Ist ebenfalls ein Low-Profile-Servo. Auf den ersten Blick ist es von dem X5 550L nicht zu unterscheiden. Das 550LX ist aber ein extra High-Torque-Servo. Das heißt, wir haben etwas mehr Drehmoment und eine etwas langsamere Stellzeit. Ist ebenfalls von 4,8 Volt bis 7,4 Volt. Bei 6 Volt haben wir dann 13 Kilogramm im Gegensatz zu den 12 Kilogramm vom 550L. Und die Stellzeit ist bei 0,103 Sekunden im Gegensatz zu 0,073 vom 550L. Das 550LX hat dann bei 7,4 Volt 16 Kilo und 0,083 Sekunden. Ein ganz großer Vorteil natürlich, der besonders dann die Hobbyfahrer ansprechen soll. Die Servos sind genauso edel gearbeitet, gleiche Material, schön alles Alu, Metallgetriebe, aber sie sind halt deutlich günstiger als die X6 Servos. Schaut doch mal rein bei dem Händler eures Vertrauens, der die MKS Servos führt. rcavenue.de LME Racing, gibt natürlich noch viele, viele andere. Schaut einfach mal nach, das sind definitiv interessante Servos. Ich wünsche euch damit viel Spaß, schönen Abend noch, ciao.